Spannung an Pizol. Die Schweizer Detektivbande Mountains ermitteln nämlich an Pizol. Das sind die 13-jährigen Sam, Lena, Matteo und Amelie. Und wir haben uns eine Gondel ausgesucht, um hier von Wangsen weg raufzufahren. Fahrt einfach mit! Los geht's! Juhu! Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sind so etwas wie eine Detektivbande. Sam ist der Wagemutige unter uns und manchmal etwas tollkühn. Während Amelie sich die Dinge lieber zweimal überlegt und für die Harmonie unter uns sorgt. Matteo dagegen wickelt mit seinem Charme alle um den Finger. Zudem verbeißt er sich so richtig in die Felle. Und Lena ist unser Internetfreak. Sie ist für Recherchen aller Art zuständig. Gutes Stichwort, Matteo. Ich wollte für unseren Ausflug auf den Pizol natürlich vorbereitet sein und habe gestern Abend mal etwas zu dieser Gondelbahn recherchiert. Mal schauen, was ihr darüber wisst. Wollen Sie auch mitmachen? Okay. Wisst ihr, wann diese Gondelbahn gebaut worden ist? Keine Ahnung. Das weiß doch niemand. Meinst du jetzt die neuen Gondeln oder die erste Gondelbahn überhaupt? Ich meinte die allererste Gondelbahn hier. Na gut, ist aber auch vielleicht etwas schwierig. Ich gebe euch drei mögliche Antworten. A. 1954. B. 1964. Oder C. 1974. Die Antwort auf diese Frage und weitere Fragen und Rätsel gehören ihr in diesen Gondeln, die beschriftet sind mit Mountains. Da müssen zwangsunerwartet fahren dann auf in die Pforte. Und da sind wir jetzt angekommen. Am besten kaufen dort unten ein Büchlein für 7 Franken und dort sind alle Hinweise dann drauf, wie ihr bei dem Detektivweg weiter könnt. Eine sehr interessante Arbeit und eine wunderschöne Wanderung. Posten 1. Der erschreckte Wanderer. Matteo schaute sich um und suchte den Klassenlehrer. Wo ist der Walder überhaupt? Wir sollten doch hier bei Posten 1 warten. Keine Ahnung, aber schaut mal, da kommt jemand ziemlich aufgeregt angerannt. Was ist wohl passiert? Lena runzelte die Stirn und sah, wie ein wild gestikulierender Wanderer kreidebleich und außer Atem an ihnen vorbeirannte, um einen Mitarbeiter der Pizolbahn an der Schulter zu packen und zu sich herumzureißen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu und her, sprudelte es aus ihm heraus. Wussten Sie, dass hier ein Berggeist sein Unwesen treibt? Wisst ihr, was ich denke? Fragte Sam mit leuchtenden Augen, als auch der Pizol-Mitarbeiter gegangen war. Die haben hundertprozentig vom neu eröffneten Wanderweg gesprochen, auf dem auch unser Pizol-Postenlauf angelegt ist. Er strahlte übers ganze Gesicht und sprühte plötzlich vor Tatendrang. Das verspricht ja doch noch eine spannende Wanderung zu werden. Typisch Sam, meinte Amelie ärgerlich. Dem kann es doch nicht gefährlich genug sein. Aber jetzt mal ernsthaft. Das müssen wir Herrn Walder sofort sagen, damit wir für die Wanderung heute einen anderen Weg wählen können. Ganz im Gegenteil. Sam rieb sich vergnügt die Hände. Glaubst du an Berggeister? Nein, eigentlich nicht, sagte Amelie zögerlich. Siehst du, ich auch nicht. Und wenn es gefährlich wird, werfe ich mich schützend vor dich. Sam grinste und Amelie musste, ob Sams entwaffnender Ehrlichkeit, ebenfalls lächeln. Sam hat recht, mischte sich Lena ein. Wir sagen dem Walder sicher nichts. Er wollte doch Vierergruppen auf den Postenlauf schicken. Wir schauen also, dass wir als Erste losgeschickt werden und gehen der Sache mal auf den Grund. Es wäre ja gelacht, wenn wir Mountains dem Berggeist nicht auf die Spur kämen, schaltete sich nun auch Matteo ein. Jemanden erschrecken und Steine werfen kann auch ein ganz normaler Mensch. Dafür braucht es keinen Geist als Erklärung. Und während wir den Text von Posten 1 jetzt gehört haben, sind wir weitergelaufen. Eine wunderschöne Wanderung haben sie gesehen und wir sind jetzt bei Posten 3 angekommen. Ja, Posten 3. Und immer wieder lesen im Buch und schauen, welche die Aufgaben sind und rausdüfteln, ob man dann auch die Lösung findet. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Suche nach dem Reh zum Beispiel. Also gut, wir haben das gefunden. Mehr will ich übrigens sonst nicht verraten. Thank you.
Und das ist es gewesen. Die ganze Geschichte von dem Detektivweg, die Lösung von dem kniffligen Fall und dem mysteriösen Berggeist, eine wunderschöne Wanderung, wie wir gesehen haben. Zwischen einer Stunde und zwei Stunden, je nachdem, wie schnell man auf die Lösung kommt, ja, geht das über. Und am Schluss landet man eben hier im Wasserwald. Ein attraktives Angebot von Pizzol, auch für alle Altersgruppen. Übrigens auch der Detektivweg absolut nicht nur für Junge, auch interessant für Erwachsene. Ja, ich bin jetzt gleich etwa 66 und mich hat es wirklich auch fasziniert. Die Wanderung habe ich gedacht, wow, so etwas hätte ich mir früher schon gewünscht, wenn mein Vater einmal gesagt hat, es geht noch 5 Minuten, noch 10 Minuten. Nein, so ist eine Wanderung wirklich etwas Interessantes. Und am Schluss, ihr wisst es, der Pizzol, ich sage immer wieder, alle halbe Stunde hat es ein Restaurant, da kann man wieder reinkehren. Pizzol, einfach mehr als nur ein Berg.